Und noch ein Import. Die Rede ist vom legendären U-Boot der Baureihe 119, die ab 1977 aus Rumänien zur DDR-Reichsbahn kam. Mit diesen rund 2000 PS starken Maschinen sollte der Dampfbetrieb auf bergigen Strecken in Sachsen und Thüringen weiter abgelöst werden. U-Boot-Treffen im Bahnhof Wilten in Sachsen. Einer davon bereits in Orientrot mit DB-Latz. Unmittelbar nach der Wende sollte die damalige Baureihe 119 sogar im Interregio-Dienst aushelfen. Mit zwei Loks wurden die Züge befördert. Eine zog den Zug, die andere war für die Stromversorgung zuständig. Hört sich gut an, hat aber nie richtig funktioniert. Nach wenigen Wochen waren DB-218er vorgespannt. Nach dieser Pleite wurden in den Jahren 1992-93 in Essen 20 Lokomotiven zur Baureihe 229 umgebaut. Sie erhielten unter anderem neue MTU-Motore, eine Ertüchtigung für 140 km/h und eine neue Anlage zur zentralen Energieversorgung. Sie waren zu diesem Zeitpunkt die modernsten dieselhydraulischen Lokomotiven der Deutschen Bahn. Schon Ende der 90er Jahre rollten die 229er aufs Abstellgleis. Nur zwei von ihnen konnten bei der Mitteldeutschen Eisenbahn GmbH überleben. Anders die Entwicklung bei der Baureihe 219. Zwar schon dezimiert, war sie immer noch in vielen Regionen unterwegs. Hier auf der Heidekrautbahn zwischen Basdorf und Groß-Schönebeck. Blättern wir in den Geschichtsbüchern der ehemaligen Baureihe 119. Wie wir vorhin schon gehört haben, war im Ostblock der Bau von Lokomotiven auf verschiedene Länder verteilt. So durfte Rumänien Dieselloks über 2000 PS bauen. Da die Reichsbahn Mitte der 70er Jahre dringend leistungsstärkere Maschinen benötigte, mussten diese bei der Lokfabrik 23. August in Bukarest bestellt werden. Trotz straffer Vorgaben war das Ergebnis mehr als enttäuschend. Zeitweise gab es einen Schadbestand von über 50%, der erst durch die Eindeutschung vieler Teile reduziert werden konnte. Von 1977 bis 1985 wurden es immerhin 200 Lokomotiven, die nach und nach an die Reichsbahn ausgeliefert wurden. Bis zu ihrer endgültigen Abstellung im Jahre 2003 blieb die Baureihe 219 immer störanfällig. Ob es nun das häufige Abtauchen in die Werkstätten oder die runden Maschinenraumfenster waren, die dieser Baureihe den Namen U-Boot gaben, bleibt ungeklärt. Ausfahrt in Basdorf.